liegt in eurer Hand. Retten kann euch jetzt nur noch der sofortige Verzicht auf Weizen und Laktose. Die Weisheit wächst auf Bäumen, ihr braucht sie nur zu pflücken. Die Bewahrer unserer Werte, die Einig-Ethik-Kommission. Überlasst das den Experten. Ach so, ich bin ja der Experte. Jemand muss schließlich entscheiden im Namen der Allokation. Ihr seid alle Yoga-Lehrer. Wir brauchen euren Unterricht. Hungerleidern, kriegt die alte Möhre. Darf an Odins Tafel eigentlich auch Mohammed Essen fassen? Es war eine Jugendsünde und ich leide stark darunter und ich muss das olle Arschgeweih nun doch weglasern lassen. Ihr seid alle Yoga-Lehrer. Wir brauchen euren Unterricht. Zeigt uns das, was für uns gut ist. Führt uns endlich in das Licht. Maximilian und Beate sagen, zwischen Himmel und der Erde gibt es Dinge, die auch du nicht ganz verstehen kannst. Um deine Schilddrüse zu heilen, muss der Energiestrom fließen. Deshalb legt der Axel dir jetzt deine Hände auf den Wanst. Ihr seid alle Yoga-Lehrer. Wir brauchen euren Unterricht. Zeigt uns das, was für uns gut ist. Führt uns endlich in das Licht. Wir sind uns einig, das geht gar nicht. Der böse Trump, der Ami-Clown, der bildungsferne Fake-News-Kasper soll sich vom Bildschirm verpissen. Wie kann er nur den Klimawandel leugnen, der Kretin? Dann werden Globulis geschluckt und auf die Wissenschaft geschissen. Ihr seid alle Yoga-Lehrer. Wir brauchen euren Unterricht. Zeigt uns das, was für uns gut ist. Führt uns endlich in das Licht. Nicht zur Masernparty. Es ist die Energie unserer Natur, die meinem Kind die Kraft verleiht. Und bis ihr Tölpel endlich mal kapiert, dass es nicht nur um euch geht, sind woanders längst ein paar Verlierer Luzifer geweiht. Ihr seid alle Yoga-Lehrer. Wir brauchen euren Unterricht. Zeigt uns das, was für uns gut ist. Führt uns endlich.